Guten Tag, willkommen zu unserem Nachrichtenstudio. Heute wollen wir über die prekäre Nahrungsmittelsituation im östlichen und südlichen Afrika sprechen, die durch die Rekordstärke des El Niño-Wetterphänomens verursacht ist. Zuerst Ostafrika. In Äthiopien mit seinen 97 Millionen Einwohnern gibt es die schlimmste Dürre seit der großen Hungersnot im Jahr 1983-84 und die äthiopische Regierung hat der Weltöffentlichkeit bekannt gegeben, dass 10 Millionen Menschen von Hunger betroffen sind, sofern die internationale Hilfsgemeinschaft nicht eine Hilfe im Umfang von 1,4 Milliarden Dollar zur Verfügung stellt. Die Hilfsorganisationen haben bekannt gegeben, dass sie gegenwärtig nur über einen Teil dieser Mittel verfügen und auf weitere Hilfen von privater und Regierungsseite angewiesen sind, um die Hilfe für Äthiopien durchzuführen. Im Nachbarland Äthiopiens Eritrea, mit dem ja Äthiopien vor vielen Jahren einen Sezessionskrieg geführt hat, dürfte die Lage nicht besser sein, weil es klimatisch sehr ähnlich gelagert ist wie Äthiopien. Doch zum Unterschied von der äthiopischen Regierung hat die Regierung in Eritrea keinerlei Informationen an die Außenwelt gegeben, wie es um die Lebensmittelsituation bestellt ist. Man kann aber annehmen, dass es ebenso drastischer ist wie in Äthiopien. In Somalia schließlich, mit seinen 12 Millionen Einwohnern, hat die Regierung bekannt gegeben, dass 1 Million Menschen sofort Nahrungsmittelhilfe benötigen und weitere 2 Millionen in die Hungerkategorie geraten, wenn sie nicht bis dahin Nahrungsmittelunterstützung bekommen. Die Situation in Somalia ist noch dadurch verschärft, dass es Terrorangriffe islamischer Milizen gibt, die innere Sicherheit stören. Im südlichen Afrika ist vielleicht Simbabwe mit seinen 15 Millionen Menschen am schlimmsten dran, wo die Dürre einen Rekordwert seit 20 Jahren erreicht hat. Seit 20 Jahren gab es keine so große Dürre. Und da es ein sehr armes Land ist, ist es ebenfalls auf äußere Hilfe angewiesen, die dadurch zusätzlich logistisch erschwert wird, dass es ein Binnenland ist und die Hilfe von Häfen in Südafrika und anderen Ländern ankommen muss. Die anderen 13 Länder der sogenannten südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft, außer Südafrika und Simbabwe, umfassen 210 Millionen Menschen, von denen geschätzte 10%, also mehr als 20 Millionen, ebenfalls von Hunger betroffen sind und Hilfe benötigen. Südafrika selber muss auch Nahrungsmittel importieren, aber da es eines der reichsten Länder des Kontinents ist, kann es dies aus eigener Kraft tun. Wie in allen Fällen ist auch hier die Logistik ein Problem, weil befürchtet wird, dass die Häfen überall im südlichen und östlichen Afrika von der Nahrungsmittelhilfe überfordert werden. Jedenfalls rufen die Hilfsorganisationen die Bürger in den reichen Ländern auf, ihnen zu spenden und auch ihre eigenen Regierungen zu veranlassen, mehr Gelder für die Afrika-Hilfe bereitzustellen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie mehr über unsere Nachrichten wissen wollen, gehen Sie bitte auf eatglobe.de. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.